Hallo meine Freunde, ich bin's, euer Chef Alemann. Wie geht es euch? Ich wurde gefragt, was esse ich denn so zu Mittag? So schnelle Speise für Pumper. Dann sage ich euch ganz einfach, Nudeln ist das Beste, 4 Stunden vorm Training, eine richtig schöne Portion Nudeln. Aber Eiweiß darf nicht fehlen. Und wir leben in einem Land, wo es ziemlich teuer ist. Deswegen esse ich immer meine Thunfischdosen im eigenen Saft. Da haben wir sehr viel Eiweiß drin. Hier haben wir pro 100 Gramm 26,7 Gramm Eiweiß. Das ist sehr gut. Hier sind ja schließlich auch 150 Gramm drin. Also haben wir fast 40 Gramm Eiweiß. Und dazu packe ich mir noch Sardinen, einfach nur für den Geschmack. Haben auch 22 Gramm Eiweiß. Und dazu noch eine Zwiebel und irgendwelche passierten Tomaten. Und dann koche ich das einfach auf und habe eine perfekte Soße. Ich zeige euch das jetzt mal, ja? So, unsere Sardinen sind jetzt hier in der Schale. Die mache ich ein bisschen, quetsche ich schon mal hier ein bisschen. Fett braucht der Körper ungefähr 15% am Tag, muss die Nahrung aus Fett bestehen. Dann habe ich Thunfisch im eigenen Saft. Den eigenen Saft kippe ich jetzt hier in die leere Dose hinein. Wir wollen ja nicht zu viel Fett, deswegen haben wir den Thunfisch im eigenen Saft gekauft. Am besten hier natürlich an dieser Stelle, wenn man frischen Thunfisch hat, aber das wäre auf Dauer sehr teuer. Das ist unser Topf. Ich mache hier Öl rein. Da haben wir vorhin die Nudeln gekocht. Und jetzt haben wir die Zwiebeln hier erstmal rein. Kennt jeder. Hoffe ich nur. Und so Chiliflocken. Machen wir so eine kleine Handvoll rein. Chili ist sehr gut, vor allem beim Fettverbrennen. Schnell mal durchrühren. Jetzt kommt schon der Fisch dazu. Pfeffer. Ein Teelöffel. Dann haben wir Thymian hier. Ungefähr auch ein Teelöffel voll. Salz, unser Urmeersalz nehmen wir immer. Durchrühren nochmal. Unsere Dosentomaten kommen zum Schluss. Nochmal durchrühren. Aufkochen lassen. Ich stelle die Temperatur runter. Ich habe 3 Stufen. Ich stelle sie auf die Hälfte, also auf 2. Und lass das jetzt ungefähr noch 10 Minuten köcheln. Ja, mein Essen ist fertig. Ganz schnell, große Küche und gesund dazu auch noch. Ich probiere das mal jetzt hier. Richtig gut. Richtig gut, lecker und tut den Arm gut nach dem Pumpen oder vor dem Pumpen. Aber wie gesagt, ich würde mir, wenn eine lange Zeitspanne dazwischen lassen, so 3-4 Stunden und dann erst zum Sport gehen, weil sonst hat man einen schweren Bauch und dann. Ja, das war wieder mal ein Einblick in mein Leben, wie ich mich ernähre. Bis zum nächsten Teil. Chef Alemann.